Oh. Na dann mal föhnen. Ja, vor allem im Wasser. Ne? Hm? One Sushi Road. One. Oh, da würde ich gerne aus diesem Spiel, würde ich gerne was machen mit Pokémon tatsächlich. So, oh, Sprite Change. Zum Beispiel Wort. bei dem ersten mit Seemobs. Aha. Ja, Seemobs stimmt. Sieht schon so aus, ne? Ja. Und ich glaube sogar der Sprite aus diesem drei Gewinnspiel, was war denn das? Pokémon Shuffle. Der ist auch sehr nah dran. Und dann gibt es noch. Dann gibt es, würde ich das vielleicht noch mit Team Rocket und Smogons machen. Smogons! Company! Loser! Bravo, Hildegard! Bitte komm jetzt zu mir zurück! Nein. Nein. Nee. Oh. Also ich bin wirklich hin und her gerissen. Einerseits bin ich traurig, weil meine mit großer Hingabe trainierten Lusadin besiegt wurden. Andererseits möchte ich dir ganz herzlich zu deiner bestandenen Prüfung gratulieren, Hildegard. Das war wirklich eine reife Leistung. Respekt, hier, das ist für dich. Wasser! Yay, da haben wir mal... Set. Genau. Müssen wir sie noch besiegen jetzt? Für Patrick. Genau, für Patrick. Prüfung bestanden. Ach so, jetzt sehe ich das auch. Ein Aquium Z. Ich glaube, ich esse meins gleich auf. Bam. Du hast mein Aquium Z gegessen. Und jetzt pass gut auf. So und nicht anders geht die Pose für die Kraft vom Typ Wasser. Aber das ist noch nicht alles. Du musst auch noch das und dies und das und jenes machen. Und die Technik, Thaddeus. Das ist ja eine Giraffe. Ach, jetzt kriegen wir sie. Okay. Du bekommst von mir eine Angel, nur echt mit meinem Wasserzeichen. Wow. Vor allem Wasserzeichen auf einer Angel, das bringt's total. Ja. Du hältst das Item Angel. Angel wurde in Bart's Itemstasche verstaut. Lass mich dir das mal erklären. Möchtest du also ein Pokémon angeln, brauchst du nur Felsen im Wasser zu untersuchen. Sobald der Schwimmer der Angel versunken ist, leistet das Pokémon heftigen Widerstand. Und wenn dann das Fragezeichen, Ausrufezeichen erscheint, musst du augenblicklich den A-Knopf drücken, um an der Leine zu ziehen. Willst du das geangelte Pokémon fangen, bieten sich dafür Tauchbälle wie diese an. Tauchbälle erhalten. Okay. Wusstest du übrigens, dass ich sogar mal ein rotes Garados an Land gezogen hab? Ja, natürlich. Und wo? In Johto? Wirklich? Ja, so war das. Oder auch nicht. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Du bist bestimmt sehr erschöpft. Soll ich dich jetzt zum Pokémon Center auf Route 5 zurückbringen? Ja. Ich brauch da nichts fangen, ich mach das offscreen. Okay, kehren wir zurück. Angeln können wir jederzeit, ja. Ich denke, das sind so Sachen, die kann man dann auch selber beim Spielen mal machen. Das ist nichts, was in einem Let's Play wichtig wäre. Wie funktioniert Angeln? Naja. Als nächstes steht die Kiavis-Prüfung bevor. Sie wird im Vela Vulkanpark abgehalten. Klingt nach Feuer. Ach, noch was. Hast du die Mogelbaum bei der Ohana-Farm gesehen? Die kleinen Racker waren ungezogen, also habe ich mein Aquiums ausgepackt und ihnen eine Kostprobe meiner Kraft gegeben. Danach haben sie sofort das Weite gesucht. Sie wurden geflasht von ihr. Wie würden sie wohl reagieren, wenn du auch plötzlich vor ihrer Nase dein Aquiums zückst? Axidos-Set. Okay, Axidos. Es ist noch nicht... So. Ich bin mir sicher, dass Leute unten auf Route 6 eine Stadt zu sehen ist. Moment, hä? Aber Frage ist natürlich, können wir schon rechts irgendwie in diesen Park oder müssen wir erst unten zur Stadt? Na, wir müssen wahrscheinlich an den Mogelbaum vorbei. Ja, dann eher unten zur Stadt, ne? So. Dann wollen wir mal schauen. Jetzt erstmal wieder auf Terryberry. Terryberry? Oh! LOL, wo kommen die denn her?
Wenn man zu zweit ist, kann man Kombinationen ausprobieren, die alleine nicht funktionieren. Für beide möchte sich der Duell halt erspannen. Oh Mann. Trainerhoffnung, Nicole und Silau. Wer ist wer? Keine Ahnung. Er ist Nicole. Oh weia. GG, da 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 da, let's go, Geronimats. Skalyk. Ist Skalyk, was war Skalyk? Unlicht, Flug. Ach so. Und Geronimats müsste eigentlich nur Normalflug sein oder schon Kampfflug? Ich schau mal gerade. Mal schauen. Feuerzahn auf Skalyk. Naja, ein bisschen was. Zurückgeschreckt und kann nicht angreifen, das ist schön. Oh, Flügelschlag ist nicht gut. Tatsächlich. Normalflug. Welches Level hat denn der? Wer? Geronimats. Oh, das laggt bei mir gerade übelst. Oh. Ja, also Fehlerkämpfe sind krass. Achso, du meinst Spiel, okay. Ja, ja. Hier, Geronimats, Level 17. Der müsste können. Schnabel, Silberblick, Furienschlag, Flügelschlag, Klauensetzer. Ah, effektiv, normal. Sehr cool, wusste ich gar nicht. So, und Geronimats. Wusch, weg ist es. Und das andere müsste ja gleich auch weg sein. Was ist Küken geschreddert? So wie bei McDonald's. Ja. Nur, dass die es noch weiter verwerten. Nächster gängige Praxis auf großen Hühnerfarmen werden die männlichen Küken geschreddert, lebendig. Weil es zu viel Geld kostet, die zu ernähren und groß zu ziehen, weil Hähne weniger Fleisch haben, genau. Das lohnt sich nicht. Nur fette Hähne lohnen sich. Sieh mal einer an. Aber dabei heißt es doch immer No Fat Chicks. Keine fetten Hennen. Jawohl. Das meint die. Richtig. Verhöhner, ne. Und Big Cocks bezieht sich also auch nur auf Hähne. Ja. Na, ja. Ja, was für ein Nee. Ach, du bist das ja. Och, was für ein Reinfall. Kombinationen sind nicht so leicht zu verstehen, aber gerade das macht sie so spannend. Ja. I want to drink something. Can you get me water from the watercock? Der watercock. Oh, das Item. Ja. Was ist das hier? Oder nordwärts. Guck mal, kommen wir da nordwärts? Ah! Die macht gerade ihre Übung und sieht mich dabei. Cool. Ja, richtig so. Ja. Das ist sehr, originell und sehr logisch. Als Züchterin muss man die Stärken seiner Pokémon entdecken und fördern. Klar, Sternchen Inzüchterin. Als Inzüchterin. Ja, ihr kommt ja aus dem Dorf. Ja, Pokémon Inzüchterin Manuela. Die fangen alle mit M an. Manuela. Nee, jetzt ernsthaft. Ja. Die davor Bubungus. Hieß Mathea. Bubungus. Oh, jetzt hätte ich eigentlich nicht Reiskorn nehmen sollen. Oder nicht im... nicht unbedingt. Bubungus ist Fee auch. Ja. Naja, dann... Fee-Pflanze, irgendwie sowas. Ich denke, vielleicht Pflanze. Es sieht ein bisschen aus wie eine Pflanze, deswegen würde ich jetzt mal sagen, versuchen wir es mit einer Feuerattacke. Oh, es setzt Blitz ein. Bubuengus. Pflanze und Fee. Okay. Kategorie Lumineszenz. Oh, pass auf, das kann Sporenwirt haben. Keine physischen Attacken. Oh, shit. Aber hatte es nicht. Dann hatte das da die Fähigkeit Erleuchtung. Gut, aber beim nächsten passe ich auf. Besitzt das Pokémon an der Spitze des Teams Erleuchtung, verdoppelt sich die Wahrscheinlichkeit, auf ein wildes Pokémon zu treffen. Denselben Effekt besitzt die Fähigkeit Ausweglos. Ah. Okay, also Bullshit-Fähigkeit. Ja. So, Glut. Ja. Licht, was? Es wehrt die Attacke ab und dann... Achso, das kann auch sein, dass es nicht getroffen wurde. Oh, Lichtschild. Ja, okay, dann doch wieder Feuerzahn. Ladybar, Käferflug. Kann Hexer, Plager oder Frühwecker. Naja. So, okay. Boah, Hexerplager ist ja cool. Besitzt ein Pokémon mit Hexerplager nur noch die Hälfte oder weniger seiner maximalen KP, erhöht sich die Stärke von Käferattacken um 50%. Ui, nice.
Werden KP regeneriert, normalisiert sich die Stärke allerdings. Natürlich. Außer es gibt einen Bug im Spiel. Gehören ja alle dem Bug-Type an. Stimmt. Oh, unten kommen wir her, du. Ja, aber... Nee, ja, aber... Ah, aber da kommen wir noch nicht hoch. Was? Okay. Jetzt erst? Nein, noch nicht. Top-Schutz hat ja mega lang gehalten. Ja, ne? Was ist denn hier gewesen? Achso, da oben ist noch jemand, aber da kommt man gar nicht so hin. Das sag ich ja gerade. Ja, wie kommt man denn da hin? Wahrscheinlich, wenn man vom Vulkan runtergeht an der Seite. Ja, das kann sein. Dann können wir rechts das Zeug da einsammeln. Hier? Ja, da lang. Nochmal Auskundschaft. Da weiß ich nicht, ob wir da waren. Nee, ich glaube nicht. Oh, ein Raupi. Hab ich noch nicht. Aber will ich auch nicht. Ich wollte schon sagen, Junge, stress mich nicht. Nee, flüchten wir mal einfach. Ist ja nicht so, da, als ob... Okay, hier ist... Ah, in der Richtung. Ach. Aber dichte. Sternenstück. Du bist mir auch so ein Sternenstück. Meinst du der Felsen? Dieser auffällig platzierte... Ja, der Felsen verschwindet irgendwann. Na Moment, ich glaube, da war auch gerade ein Aufgang unten. Unten? Unten links. Okay. So, Mabula haben wir, können wir flüchten. Was, meisterhafter Schachzug? Ja, ich lese mir das gar nicht durch. Hier, ja. Kommen wir etwa doch zum Vulkan? Ja, das wäre doch schön. Oder ja nicht. Ah. Komm schon, für die TM find was. Oh. Oh, Schwefel, mal dran riechend. Wer seinen Arm länger reinhalten kann, gewinnt. Okay, ach so, war da unten noch irgendwas? Nee. Nee, dann gehe ich da nach links weiter, ja. Was war das, was du gefunden hast? Folterknecht. Oh, Folterknecht. Habe ich auch einen. Unten in deinem Keller? Mhm. Nenn dich Fritzel. Okay, Fritzelblitz. Fritzelblitz. Wir wollen es zensieren mal. Wenn wir eins fangen, nennen wir es Josef. Okay, hier unten geht's hin. Ah, was sagt der jetzt eigentlich? Bla 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 bla. Okay. Interessiert das gar nicht. Es interessiert ihn, glaube ich, gar nicht einfach. Ja, warte, ey, einen Teil haben wir noch gar nicht gesehen, meine ich. Meinst du? Mach links rein. Okay, gehen wir mal links rum. Rein. Oder waren wir da? Ich glaube, hier waren wir auch. Ja. Gehen wir da rechts hoch. Hier da. Ist eine TM. Eine TM. Aber wo zählt der Abstieg vom Vulkan noch zur Route? Das war eine Trademark. Wow. Ja. Eine TM. Keine Ahnung. Der Abstieg vom Vulkan könnte, muss aber nicht mal. Ich glaube, wir sollten wirklich erstmal rauf und dann sehen. Ladestrahl. Darf man Ladestrahlen kreuzen? Sind wir hier bei den Ghostbusters oder was? Ja, geh doch mal links rum, weil Mitte. Aber da war ich schon. Ich kenne ja, aber irgendwo muss ja doch noch ein Trainer stehen. Nein, tut's ja nicht. Nein, ich glaube, der sagt das einfach nur so. Nein, das würde ja was geben. Aber hier, guck, der Typ, den haben wir auch schon. Ist besiegt, ist da unten, aber... Da ist besiegt. Da sind wir gerade. Da ist niemand, der sagt das nur so. Wir haben ja auch die Prüfung machen können. Imantis. Oh. Mann. Tiss sieht aber komisch aus. Ich will es nicht töten. Ich will es fangen. Ist das irgendwie ein muslimisches, religiöses Oberhaupt? Imam. was ist denn das dann für ein Typ? Pflanze. Jeder. Only. Pflanze only, echt? Ja, soweit ich weiß. Na, probieren wir es mal damit. Die Entwicklung ist richtig geil. Oh, Rasierblatt, oh Mist. Ich hoffe natürlich, meinem Pokémon passiert nicht zu viel. Gut. Tell me what's your story, Gainer. Gainer. Genau, Pflanze. Fähigkeit genau. Floraschild. Floraschild. Benutzt einen Professor Layton Sidekick als menschlichen Schild.
Solange das Wetter sonnig ist, ist das Pokémon vor Gähner und primären Statusveränderungen wie Paralyse geschützt. Ah. Oh. Aber scheint ja nicht die Sonne. Gut. Sei es durch eine Attacke des Gegners oder ein getragenes Item wie den Toxic Rock. Ich habe Angst, aber ich mache es. Besteht bereits ein Statusproblem, wird es nicht durch Flora-Schild geheilt. Aha. Lol. Wird Flora-Schild aktiviert, nachdem das Pokémon mit Gena schläfrig gemacht wurde, aber noch bevor es einschläft, so bewahrt die Fähigkeit es vor dem Einschlafen. Aha. Ja, klingt plausibel. So. Ach, Pokéball. Reicht. Seit der 5. Generation verhindert aktives Flora-Schild auch den Einsatz von Erholung. Aha. Das ist ja doof. Krass. Und du bist drin. Imantas wurde gefangen. Jawohl. Yay.